Hallo und guten Morgen zu unserem neuen Video. Ah, herrlich. Hier laufen noch die letzten Vorbereitungen. Das Feintuning quasi. Quasi das Feintuning. Und so wie es aussieht, ist es heute endlich soweit und es geht auf. Da 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 da! La 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 la. Das ist richtig. Heute packen wir so. Seit ungefähr 36 Jahren probieren wir es. Wir haben es jetzt 180 Mal verschoben. 240 Mal probiert. Gefühlt und heute soll es funktionieren. Der Line ist dabei. Ah, ich habe Rückenweh. Weil der Sattel ganz hinten war. Ja, das ist ähnlich. Fehler passieren. Jetzt haben wir die Pedalerie oben. Ja. So ist der Schritt schon gemacht für heute. Ja, aber bis jetzt war es noch angenehm. Aber jetzt geht's gleich los. So, jetzt geht es richtig bergauf, deswegen wird hier schon wieder gehäutet. Aussicht derzeit noch ohne Sonne, aber wahrscheinlich richtig fein zum Hochfahren. Und hier die Pedalerie von der anderen Seite und die Füll-Vicky, die die Flasche auffüllt. Geil im Hintergrund, der Berg ist schon voll eingeleuchtet. Das Panorama hier rauf ist echt atemberaubend. Und steil ist es auch, da weiß man gar nicht, weshalb man so atemberaubt ist. Nein, Spaß. Das ist wirklich unglaublich geil. Jetzt sind wir schon über das nächste Kupferl drüber und die Aussicht hat sich schon wieder ein bisschen verändert. Und da hinten, vor uns quasi, auf die Höhe müssen wir rauf. Aber unsere Lavaredda sieht man noch nicht. Aber jetzt wird es wieder grob und steil. Oh. Ja, den Stich haben wir jetzt zum Glück schon hinter uns gebracht und gerade noch ein Foto geschossen. Deswegen ist die Vicky schon voraus. Aber das Panorama nach hinten wollte ich euch auch nicht vorenthalten, weil das ist schon auch richtig satt. Das ist echt wie aus dem Bilderbuch. Hä? Hey, streckt die Zunge raus. Ja, das ist ein Hochstapfer. Vicky plant schon das Baden für nach dem ersten Teil des Trails. Am See kommen wir nämlich nachher wieder vorbei. Der großen Fahnesalm, oder wie hieß die? Ja. Sind wir jetzt vorbei. Und jetzt geht's da hinten rein für uns. Sieht man sie jetzt schon? Jetzt gibt's eine Jausenpause. Ja, da hinten geht's rein für uns und dann rauf. Aber man sieht eben, wie gesagt, die Lavaredda noch nicht. Und sonst schaut's hier im Moment so aus. Vicky bekommt gerade ein Foto. Das ist die Großfahnesalm. Da unten wäre irgendwo Cortina. Und hier ganz hinten hinter den Bäumen Monte Chiaval. Also man hätte sie vorher doch schon gesehen, aber nur ganz klein rausspitzeln und jetzt seht ihr sie da hinten in vollem Umfang. Da geht es jetzt rauf für uns. Lavaredda. Ja, hilft nichts. Wir sind wieder beim Tragen unterwegs. Vicky freut sich innerlich vermutlich. Ja, nicht nur innerlich. Da können wir schon mal auf was freuen fürs Runterfahren. Da haben wir schon wieder Rockfaces ohne Ende. Auf der Nose. Ja, geil. Ja, geil. Ja, auf der Nose, bei ihm vielleicht. Die letzten Tragehöhenmeter, noch ungefähr 300. Man konnte jetzt sogar noch mal ein bisschen was fahren. Also ziemlich cool. Bis jetzt saugeiler drin. Flo, dann geht's bald durch. Vom Gehen? Ja. So, hier wird jetzt schon ein bisschen ausgesetzter wieder bei uns. Und ich muss jetzt auch gleich wieder aufhören filmen, damit es mich nicht füßelt. Also damit ich nicht stolper. Weil das wäre natürlich blöd. Pass mal auf, der Martin sagt nämlich gerade, hier schaut es aus wie aus einem Alien-Film. Und irgendwie hat er recht.
das ist jetzt die Aussicht Richtung Pitzbue und Alta Badia, ne? Genau. Und Sellerjoch rechts mitten drüben. Draußen sieht man Schlern sogar. Und ja, das ist echt die Felskanten. Sehr, sehr geil. Ja, das hier dann, ja. Oder? Das. Und für uns geht es aber hier noch rauf, oder? Mhm. Ah, du bist im Weg. Achso, sorry. Ja, alles gut. Klassik hier geht's noch rauf. Wo Metall noch. Und da kommen wir her. Sieht auch sehr geil. Ja, Endspurt ist angebrochen. Unter 100 Höhenmeter. Aber es schaut immer noch nach ein bisschen was aus. Vor allem da oben scheint es hübsch unwegsam zu sein am Grat dann. Schaut euch das an. So schaut der Gipfel gerade aus. Voll verrückt. Aber geil. Also da oben seht ihr Martin und Vicky gerade beim Fachsimpeln. Und hier seht ihr mal, wie krass das da runter geht. Das wäre wieder was für die Drohne gewesen. Aber ja, ich war zu faul, ich gebe es zu. Krass, oder? Aber geil. Wow, wie das aussieht. So, für uns geht es jetzt zum Gipfel rüber. Ricky und ich, wir haben die Bikes gebunkert, weil ihr seht ja, das ist nur dieser Grat drüben. Es gibt sicher ein geiles Foto, aber sonst ist da kein Trail. Und ja, der Martin muss da jetzt durchmurksen. Es ist halt ziemlich eng, wie ihr sehen könnt. Aber der hat ja schon Übung damit. Und jetzt ist er eigentlich auch schon durch die Hauptgeschichte. Brotzeit bei uns. Ich habe schon fast alles gegessen, weil der Martin hat sich verratscht. Hast ja, du mal noch was? Nein, ja, natürlich noch. Ein bisschen Brot. Wenn man schon die Rohe trifft am Berg, gell? Mhm. Und du? Ein Salamiberg gehabt. Ich habe mich heute ein bisschen verkalkuliert beim Mitnehmen. Ich habe nämlich so viele tolle Lebkuchen und so schon im Bus, dass ich nichts eingepackt habe. Oh. Jetzt ist mir der Bauch eingerissen vor lauter Essen. Ich habe so viel Miet heute. Haha. Na, auf jeden Fall habe ich jetzt schon von der Vicky eine Nothilfe bekommen. Und von Martin. Die sieht aber tatsächlich nach Nothilfe aus. Das ist die letzte Hilfe, mein Luxor. Weil sonst sieht es bei mir jetzt nicht mehr ganz so toll aus heute. Aber trotzdem, eins hat ins Video auch noch gesagt, ein Mann für einen Mann auf die La Lavarella aufgehen, ist ja echt ganz okay. Aber für zwei Mädels mit Bike, das ist schon eine Ansage. Also, danke. Ja, ist auch so, muss man echt einmal finden. Weiß jetzt nicht so viel, was da schon weggefahren sind. Gestern war es auch schon. Wie viel kenne ich? 100, wer weiß, kenne ich, was da ist. Nein, kenne ich nicht. Lass 150 sein. Ich sage danke für die Schoki. Mhm. So, jetzt haben wir einen ganz für uns den Gipfel der Lavarella. Endlich. Und hier eben im Hintergrund Großglockner und Venediger. Und die ganzen Zillertäuer schauen aus. Dann von hier sind wir gekommen, da hinten die Tofana. Wie hieß der Pass jetzt nochmal? Falzrego? Falzrego Pass. Da haben wir letztes Mal die Ausweichtour gemacht. Hier hinten die Marmolata. Und wie hat der jetzt nochmal geheißen, wo du gemeint hast? Pitzbue. Hast noch einen wichtigen im Petto. Nein, wichtig sind alle. Aber gut für immer. Alles kann man einfach nicht fahren. Nein. Deswegen soll wieder ein Stückchen abgetragen werden. Boah, ist das steil da. What we need is just damage. Everything is just down on the upside. Got the shivers, they never rebone. I was never meant to be in the starlight. Can't fake it, I don't mean it. I just know what I'm losing.
Yeah.
afraid to turn out the lights. Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? You try to stay away. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that you better run out, out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. Wanting something good to come. Things to run away from. Are you just hiding? Yeah. Walking into the fire. Talking like you never die. Like you're immortal. You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts. For the ones that fear the dark. You better one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, shut.
ganz so schwer. Sonst macht der Kopf halt nicht so ganz mit da. Schon wieder tierische Freunde gefunden. Auch wenn die sich, glaube ich, mehr fürs Fahrrad interessieren. Immer Biker. Immer Biker. Immer am See. 5:30 am Abend. Deswegen schon fast ein bisschen spät zum richtig reinspringen. Aber für eine kleine Abfrischung tut's schon. Und ausschauen tut er ja wahnsinnig schön. Und da hinten runter geht es dann unser Trail zur Peter Rü. Gut gelaufen. Es sah halt voll schwer aus. Übel sah aus. Thank you.
Wonderful. Geil war's, oder? Voll. Aber lang. Endlich haben wir den Berg der Macht. Gut Ding braucht Weile, oder? Ja. Ja, also wie wir aber sagen, als Zwinger tun wir nichts und Gott sei Dank haben wir noch gewartet. Heute war es echt ein super Tag. Ja, das war mega. Super warm auf 3000 Meter oben. T-Shirt-Wetter, ja, kein Wind. Ja, wir haben jetzt oben, haben wir fast Sonnenuntergang gehabt. Wahnsinn, im Sonnenuntergang eigentlich okay. Angefahren, sind wir aber so leicht. Ich habe das ja im Video gesehen. Ja. Und keine Leute mehr. Das muss man auch fahren, sehendes Gebiet. Es ist nicht so einfach, aber später am Tag geht schon. Und ja, Wiederholung. Das Problem ist bei den Bergen, die sind so anstrengend, dass wir die Schrecken da früher da aufgetreten. Wir sagen das immer, wenn ein Anfang cool ist oder so, den machen wir sicher den noch. Den machen wir wieder, den Berg, ja, passen, den machen wir wieder. Wir unten, nein, einfach so ja. Draußen oder schrecken. Ja. Und dann finden wir was anderes, was noch schlimmer und ja. Noch länger ist. Ja, ist halt einfach so. Also bis zum Joch, oder wie sagt uns da? Ja, ja. War da vielleicht eventuell nochmal, dass man sagt, ja, ja genau. Unbedingt. Ohne mich, finde ich schon wieder einen anderen. Ja, aber da, ab da macht es Sinn, denke ich, oder? Ja. Dass man funkt. Aber war auf jeden Fall sehr cool. Wir hoffen, das hat euch auch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Oder drei. Oder drei. Oder fünf. Zehn. Oder alle. Kauft zwei Daumen nach oben, Abo. Oh nein. Was so 10.000 nach vorne. Bring. Ja. Ja, Martin träumt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.